Hallo, mein Name ist Adrian. Und da kommt auch schon jemand zur Tür herein. Esch ist da, wo warst du? Ich habe uns das gefragt. Esch hat bei unseren Nachbarn gefragt, ob die Milch für uns haben. Erzähl mal, was ist passiert? Unsere Milch ist abgelaufen. Abgelaufen? Ja, oh, und Mama kommt auch schon runter. Ja, die Milch ist wohl hier irgendwie sauer geworden. Hier ist noch die leere Packung. Und drei. Boah. Die anderen ja auch. Also, wir haben dreimal Landmilch gehabt, gut Bio. Vielleicht ist das der Bio-Anteil da drin, dass das halt nicht so schmeckt wie die andere Milch. 3 Liter Milch in 3 Packungen und dreimal schlecht. Wann ist sie denn abgelaufen? Datum war 17.05. Haben wir schon den 17.05.? Keine mehr da, mir antwortet hier niemand. Haben wir schon den 17.05.? Okay, heute ist also der 9. und vor 3 Tagen ist schon die andere Milch abgelaufen. Keine Ahnung, was da los war. Aber darum geht es jetzt doch gar nicht. Wir wollen hier gar nicht über die Milch. Jetzt übrigens Hackslash, Milch ist Gift. Da kann man es mal sehen, wieso. Okay, wir wollen hier gleich frühstücken. Aber das reicht ja nicht, ne? Und das liegt daran, dass ich schon die Hälfte rausgetragen habe, weil es draußen nämlich warm ist. Und wir wollen auf der Terrasse frühstücken. Also Esch war drüben bei den Nachbarn. Diese Seite, die sind nicht da. Und was machst du jetzt? Einmal zu den anderen Nachbarn auf die andere Seite rüber. Und wieso bist du überhaupt zu Hause heute, Maxine? Weil es beweglichen Ferientage sind. Ui, einen beweglichen Ferientag? Dann geh mal rüber. Einmal zu den Nachbarn andere Seite ein bisschen Milch holen, weil Esch nämlich unbedingt hier Milch essen möchte. Was ist denn hier passiert? Ja, Frischkäse hochgenommen und dann, was ist passiert? Deckel abgefallen. Heute ist nicht zufällig der 13. So ein Freitag. Ja. So sieht sie dann aus, wenn sie böse ist. Lass das. Rummel mal in die Kamera. Das reicht auch, wenn du weggehst. Das war böse genug. Das ist dann auch so was, wenn sie böse ist, dann sagt sie mir, nimm die Wäsche mit. Nimm die Wäsche mit. Ich dachte, ich komme raus, aber ich... Ja, ja, ja. Und ich habe die Wäsche mitgenommen. Da habe ich sie hingestellt. Und unser Frühstückstisch füllt sich langsam. Frühstücksquark und Mamas Frühstücksquark. Da ist doch bestimmt Zucker drin. Hackslash no Zucker. Hackslash Zucker ist Gift. Und er springt jetzt sein Frühstück. Und hast du Milch bekommen? Tatsächlich. Ja. Hoffentlich ist sie nicht auch schlecht. Nee, ich habe gerade schon getroffen. Und 5 Minuten später sind wir immer noch nicht draußen. Schnucki, was ist los? Die Erdbeeren wollen wir auch mal essen, oder? Wollen wir das? Ja. Mein Salat ist schon fertig. Habe ich Salat gesagt? Ich meinte meinen Quark, Frühstücksquark. Dann gehe ich schon mal wieder raus. Und Esch ist schon fleißig dabei, sich was aufzufüllen. Ui, da fehlt doch was. Ich habe ganz mein Magnesiumgetränk vergessen. Da ist es. Gehen wir wieder raus. Also wir, das Magnesiumgetränk und ich. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wir sage. Aber ich glaube, das habe ich mir angewöhnt wegen den Kindern, weil wenn die dabei sind, sagt man ja immer wir. Und wenn die dann mal nicht dabei sind, dann bleibt es immer noch bei wir. Und weitere 5 Minuten später... Ist Mama immer noch mit den Erdbeeren beschäftigt? Schnucki, wollen wir nicht mal frühstücken? Ja, ich werde dir nochmal klein. Ist ja auch in einem Stück. So früh am Morgen, Moment mal, so früh am Morgen ist es gar nicht mehr. Das ist jetzt 10 nach 10. Aber so zusammen frühstücken, das geht nicht jeden Tag. Normalerweise hat Esch nämlich Schule. Aber heute hat er, wie gesagt, einen beweglichen Ferientag. Ich bin schon um 5 aufgestanden und habe hier meinen Job gemacht. Deswegen kann ich es mir jetzt mal erlauben, eine halbe Stunde zu frühstücken. Und danach geht es dann mit meinem Job weiter. Wieso, du arbeitest doch gar nicht. Scheiße, so ist es raus. So, und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sitzen alle zusammen hier. Esch ist hier und hat sein Essen. Mama hat ihren Quark hier mit Erdbeeren und ich meinen leckeren Quark. Und jetzt frühstücken wir erstmal. Guten Appetit. Wo ist Max? Max ist bei Chrissy, wie immer. Der wohnt hier, glaube ich, gar nicht mehr. Weg, weg, na fast weg, weg. Und das war jetzt unser Frühstück. Wie gesagt, Esch ist schon irgendwie wieder, keine Ahnung wo. Marie trinkt den letzten Tee und ich werde jetzt wieder mal meinem Job nachgehen. Was hast du dazu zu sagen? Was für ein Job? Das ist nicht eine Gemeinheit. Man arbeitet den ganzen Tag, von morgens bis abends. Das ist nur am Schuften. Man sieht schon die Sonne, man kann schon nicht mehr sprechen. Man sieht schon die Sonne vor lauter Arbeit nicht mehr. Und dann hört man... Du arbeitest doch gar nicht. Tja, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao, Kakao. Ich geh doch mal arbeiten.